Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen heute wieder eine Runde Homeworld 3. Das hier ist die, ich glaube, 11. Mission, Kammer der Stürme heißt sie. Und wir sind jetzt hier angekommen bei dem Schiff, was wir die ganze Zeit gesucht haben. Da müsste eventuell die Navigatorin Karen, also die Mentorin unserer Hauptfigur, noch drauf leben. Wissen wir noch nicht so ganz genau. Wir wissen auch noch nicht so ganz genau, was wir eigentlich tun sollen, denn wir haben noch gar keine Aufgabenziele. Aber Imogen hat gerade gesagt, dass sie Karen hier irgendwie wohl versucht, uns zu erreichen. So, dann wollen wir auch mal die Pause wegmachen und mal schauen, was passiert. Ich habe die Rohstoffleitschiffe schon losgeschickt, dass sie eben Rohstoffe suchen. Zwischensequenz. The Karsujuk is located here. Ja, danke, Captain A Obvious. resource controller must be sent to this entry point to gain access to the ship. Once inside, the salvage team will secure the progenitor cores, download all available intel, and attempt to breach the command chamber. I detected two quantum waveforms shortly after our arrival. If they find us before we get to Karen, they could find us at any time. We have to be prepared for an assault. Deploy recon elements to the locations indicated. Okay. Also, Ziel ist hier ein Rohstoffschiff reinzuschicken. Dann nehmen wir auch mal direkt das hier einfach. Schwupps. Und das soll dann irgendwie da Leute an Bord bringen, die die komischen Kerne, Warp-Kerne da rausholen. Die scheinen keine große Hoffnung zu haben, dass da jemand an Bord noch lebt. Aber gut, wer weiß. So, außerdem sollen wir hier an den Stellen, die hier markiert sind, Sensoren platzieren. Das können wir auch gerne machen. Also Sonden, das sind wie viele Punkte? 1, 2, 3, 4, 5. Vielleicht auch die Höhle, weiß ich nicht so genau. Dann wären es 6. Okay. Zack. Dann bauen wir ein paar Sonden. What about the cores? Ja, what about the Initial cores? scans indicate her three progenitor cores are intact, but I'm picking up no life signs at this range. 97% of the Sajuk is powered down. Probe production complete. Probe is away. Oha. Da ist das Ding einfach reingeflutscht. So, mal eben kurz Pause gemacht, um die Sonden loszuschicken. Ich will nicht, dass gleich wieder. Ah, oh, Gegner. Wie darf ich jetzt nicht mehr die Sonden losschicken? Ist jetzt nicht mehr so wichtig? Okay. Naja, was soll's. Wenn es nicht mehr so wichtig ist, ist es nicht mehr so wichtig, ne? Probe launching. Wo kommt man denn noch? Hier. Incarnate carriers on attack vectors. Ja. Macht We nix. must protect the Karsujuk at all costs. Establish an anti-capital ship defensive line using torpedo turrets. Türme bauen soll ich? Wieso nehme ich nicht einfach meine Schiffe und sag denen, was wir immer machen? So. Ich meine, ich kann auch, klar, wir können auch hier Schiffe, Torpedogeschütze bauen, warum nicht? Ich meine, Knete spielt ja eigentlich keine Rolle. Stay alert for enemy forces using the ice terrain to approach. Ja. Wieso habt ihr jetzt schon vergessen, dahin zu fliegen? So, jetzt geht's aber los. Kurzen Check. Gehen die jetzt alle los? Ja, die gehen alle los. Kurzen Check, wo sind meine? Da sind meine Begleitfregatten. Direkt mal mitgehen. Fliegen, wie auch immer. So. Dann schauen wir mal. Haben wir hier noch. Wir haben jede Menge Minenleger, wo ich immer noch nicht so genau weiß, wofür soll ich den Mist einsetzen. Wir haben hier eine Railgun-Korvette, die habe ich gefühlt nicht bestellt, aber okay. Offensichtlich doch. Torpedogeschütze. So, die sollen wir hier irgendwo
platzieren. Turret to designated coordinates. Okay. Railgun-Korvetten. Du sollst eigentlich weniger Railgun-Korvetten als mehr Torpedogeschütze bauen. Wie ist denn die Possibility? Was ist ja los? Da. Wir machen das einfach. Understood. Turret maneuvering to position. So, irgendwie seid ihr sehr langsam und vereinzelt kommt ihr an. Eigentlich jetzt nicht unbedingt das, was wir wollen. Ja. Torpedo-Dinger sind aktiv. Dauert ganz schön lange, das zu bauen. War vielleicht doch nicht so clever, da hinzufliegen. Naja, was soll's. Flanking torpedo turret set. Nee, so nicht. So. Eliminate the enemy carriers before their reinforcements arrive. Ja. Ist mein Plan. Es geht nur so langsam vorwärts hier. Gut, Trägerschiff ist schon mal weg. Railgun corvette production complete. Incarnate destroyed. Concentrate fire on the remaining carrier groups. Aber gerne doch. Gar kein Problem, das machen wir. So. So, ihr macht das. Da habe ich allergrößtes Vertrauen in euch. Und gleichzeitig packen wir hier noch irgendwie. Ist hier noch irgend so ein Punkt, den wir abdecken sollen? Ja. So, das machen wir jetzt natürlich nur, weil wir einen Auftrag haben. Gar nicht so unbedingt, weil ich es jetzt für super sinnvoll erachte. So. So. Ich hoffe, die machen das da hinten ganz vernünftig. Ohne dass ich zugucken muss. Torpedo turrets deployed. Objective complete. Wo kommen die ganzen Gegner her? Und wieso passiert so wenig insgesamt hier? Wieso leben da noch so viele? Das finde ich nicht in Ordnung. Destroyer lost. So, ich glaube, jetzt haben wir es langsam unter Kontrolle. Jetzt gehen die beiden auch kaputt hier, die beiden größeren. Ah, das ist auch noch ein Trägerschiff. Und das hier, Zerstörer. One carrier group eliminated. Die haben wir alle. Second incarnate carrier destroyed. Wir fliegen mal kurz zurück. Vielleicht. Oh nee, nee, nicht so tief. So. Vielleicht sagen wir auch unseren kleinen Jägern, dass sie doch bitte mal sich hier andocken sollen, quasi. Vielleicht auch mal gar nicht so verkehrt. So, ich glaube, das Torpedogeschützen ist okay jetzt. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht übertreiben. Glaube. Hier noch welche hin, die beiden, die da sind. Destroy the incarnate carriers. Ja, stop them from deploying additional ships. Yes, okay. Ja, komm, dann, ey, wo seid ihr denn alle? Da seid ihr. Geht mal dahin. Caution, resource controller has been engaged. Ja, selbstverständlich gehst du. Natürlich gehst du wieder mitten dahin, wo Gegner sind. Okay, zu seiner Verteidigung. Es gibt auch doch noch mehr als genug andere Rohstoffe hier. Naja. So, was ist mit den Dingern hier? Warum kommen die hier durch einfach? Was ist mit den Türmen hier? Machen die was, oder? Na, nicht so richtig. Ja, die schießen zwar, aber bringen tut das nicht viel. Oh, nee. Muss ich jetzt zurückfliegen extra für die? Nee. Wir fliegen da vorne hin. So, das Mutterschiff, das darf sich gerne auch wehren. Und im Grunde genommen könnt ihr auch hier irgendwelche Minen bauen, während ihr angegriffen werdet. Ich meine, warum nicht, ne? Support frigate is now ready. So. Die Türme machen so gar nichts, ne? Also die schwere. Ja gut, die sind wahrscheinlich auch nur gegen Großkampfschiffe, ja. Okay, hätte ich so eine Mischung auch wieder bauen sollen. Ich meine, die feuern zwar die ganze Zeit, die sieht man die kleinen blauen Torpedos durch die Gegend fliegen, aber treffen tun die halt nicht, ne? Naja, es sind ja Minen da. Hier, machst du auch schon was? Wenn nicht, bitte. Production complete. Torpedo frigate deploying. So. So, du? Ne. Da passieren Dinge, keine Ahnung.
Ja, die macht das schon. Ich habe da großes Vertrauen. Machen wir mir die Trägerschiffe kaputt, dann ist die Wurzel des Übels weg. Und das bringt am meisten, glaube ich. Ach, das sind auch zwei. Das waren gerade auch zwei, deswegen verstehe ich. Ja, okay, verstehe. So, das ist der erste. Zack. Und das ist Nummer zwei. Another incarnate carrier destroyed. Ja. Only one remaining. So sieht's aus, Freunde. Detecting multiple quantum waveforms emerging in the ice field. Scheiße. Prepare defenses for incoming reinforcements. So, wie sieht's hier aus, Freunde der Nacht? All incarnate carriers defeat. Jawohl, sehr gut. Defeat remaining enemy forces. Interceptor production complete. So, das hat sich hier auch erledigt. Ich weiß nicht, ob es die Minen waren oder ob es das Mutterschiff selbst war. Auf jeden Fall ist im Grunde genommen erstmal alles acknowledged. Schlachtkreuzer, ja, nehmen wir auch mit. Caution. Resource controller is under fire. Schlachtkreuzer, hört sich gut an. Ich muss natürlich aber gestehen, die ganzen Namen sagen mir jetzt nichts. Ob es jetzt ein Schlachtkreuzer ist oder ein Zerstörer, das sagt mir jetzt alles halt nichts. Das sind große Schiffe, die Bums machen. Und damit hat es sich, würde ich sagen. Friendly destroyer down. Oh, so. Tja, das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Ich hatte aber eigentlich das Gefühl, dass es mehr Gegner gewesen sind, aber sonst sieht man hier nichts. Aber ob man so alles sieht. So, dann. Carrier groups eliminated. Sehr gut. Objective complete. Fliegt mal nach Hause. Man hört hier so Geräusche, aber ich glaube, das ist das Eis, was so knackt und so. Das ist auch ziemlich cool gemacht. If the escape pods are missing, there could be survivors somewhere. Wait, I'm getting something. It's faint, but it's coming from the command decks. Stand by for update. Mhm. Da kommt was, sagt er, vom Kommandodeck. Noch Überlebenszeichen. I'm picking up multiple large waveforms about to emerge from hyperspace. Understood, Command. Man, ich war schon so langsam hier fliegen. Ja, wenn das mal kein neues Trägerschiff ist. Oder was? Ach, guck mal. Ja, wann kann ich direkt umdrehen eigentlich? Brauche ich doch nicht nach Hause fliegen. Enemy battlecruisers have entered the AO with heavy escort. Okay. Reposition and reinforce our defensive line. We need to field battlecruisers of our own to counter the incarnate capital ships. Okidok. Machen wir das doch. Dann fliegen wir doch erstmal weiter zurück und lassen die ein bisschen näher kommen. Analysis of incarnate battlecruisers indicate they are equipped with both heavy weapons and advanced unit production assets. Vielleicht we can't let the enemy battlecruisers threaten the Carcassonne or the Carsajuke. Battlecruisers are now available for construction. Vielleicht the battlecruisers have a vanguard of frigates and a heavily armored transport. Ja, alles klar. Correction. Now reading multiple inbound transports. Ja, okay, so. Vielleicht bringen die Türme was, wollte ich sagen. Ne? Ich fliege eher mal ein bisschen zurück zum Mutterschiff in der Hoffnung, dass... oh, es kommt schon einiges, ne? Das ist Mutterschiff, also dass die Torpedotürme mithelfen, aber... ja, müssen wir mal gucken. Da kommt jetzt so einiges. So, wie sieht's denn aus mit den Jägern? Da kann man noch ein bisschen was mehr bauen hier. So, da sind wir voll mit Fregatten. Großkampfschiffe bauen wir gerade. Schlachtkreuzer, das kommt ganz gut.
Plattform machen wir nicht mehr. Logistikschiffe haben wir, Rohstoffleitschiffe haben wir voll. Begleitfregatten haben wir leider nach. Drei Stück immerhin mittlerweile. Wo auch immer sie sind, mal eben gucken, dass wir die mal alle hier irgendwie so. Zack. Caution. Resource controller taking damage. Ja, natürlich fliegt ihr wieder da vorne hin. Ich habe es gerade per Hand gesagt, sie sollen bitte nach hinten fliegen, machen sie aber nicht. Long range missile launch detected. Intercept and destroy immediately. Ja. Stopp. Was ist das hier alles? Plasma Corvettes. Die fliegen einer sehr langen Reihe. So. Raketenabfang, ja, leck mir. Sehr nicht so schön. Oh, da ist noch eine. Welche? Moment, dann macht ihr hier. Jetzt kann man die nicht mehr anklicken hier, oder wie? Was ist das? So. A missile has struck our defenses. Was? Wo? Battlecruiser underway. Let's see how these incarnates deal with this. So, jetzt müssen wir erstmal wieder dem Rohstoffleitschiff sagen. Wie allen anderen. Bitte geh doch einfach nicht mal irgendwie zu den Feinden. Achso, doch, du musst zu den Feinden gehen. Weil du einfach schlicht und ergreifend. Okay, verstehe. Naja, gut. So, ich glaube, wir haben die Raketen jetzt aber abgefangen, richtig? Oder? Caution, Resource Controller Hull Integrity at 75%. Ja gut, ich kann es jetzt gerade nicht ändern, dass sie Schuppe kriegen. Also ich könnte sie zurückziehen. Aber ich brauche ja auch Rohstoffe. Ne? We can't let the enemy battlecruisers threaten the Carcassonne or the Carcajouk. Caution, destroyer is taking fire. So. Wir machen auch nach all den Missionen nichts weiter als Masse statt Klasse, ne? Wieder zwei Raketen, okay. So. Und die hier auf. Wo ist sie? Kann man nicht anklicken? Nee, da war es gerade. Da. Die sind aber schnell. Mein lieber Herr Gesangsverein. Im Gegensatz zu meinen Dingern. Achso, die haben jetzt auf die. Okay, auf was? Boah, das tut weh. Okay, da müssen wir was machen. Da müssen wir die Begleitfregatten auf das Mutterschiff schicken. Und jetzt müssen wir doch mal was machen, so dass wir jetzt mal hier den Schlachtkreuzer wegkriegen. Ist ja schön gut hier mit den Schiffen, die da ankommen, aber diese Schlachtkreuzer sind ja, glaube ich, das, was die. Machen wir so. Was die Raketen abfeuert. Und das können wir so leider nicht stehen lassen. Ist irgendwie klar, ne? Ist irgendwie klar. So. Die halten aber aus. Die halten aus. Ja, was soll ich dagegen machen? Gut wären natürlich jetzt diese anderen Türme wahrscheinlich, ne? Oder ich sage einfach, ich fliege mit nach vorne. Also was wir natürlich machen können, ist hier vorne die Rakete, die können wir mit einiger Sicherheit wegballern. Oder auch nicht. Missile eliminated. Ja, okay, alles klar. Stay vigilant. Ja, mache ich gerne. Aber hier unten ist ja noch eine gewesen bestimmt, ne? Ja, da. Tja, ich glaube nicht, dass ich da was machen kann. Ich müsste hier eigentlich irgendwas positionieren. Oder ich sage, der Carcassonne soll einfach näher kommen. Gut, werde ich abbekommen. Geht nicht anders. Enemy missiles are getting through. Ja, ich weiß.
So, ist jetzt dieses Ding kaputt da hinten was? Ja, ich glaube schon. So. Kurze Pause. Jetzt gucken wir mal. Wir müssen hier rüberfliegen. Nee, stopp. Ah. Doch. War schon richtig. Da ist das Ding kaputt, das ist gut. Um hier diesen anderen Schlagkreuzer zu sehen, der jetzt nicht mehr angezeigt wird, weil ich wahrscheinlich einfach keine Schiffe da in der Gegend habe. Was ist, warum? So. Da. Production complete. Torpedo frigate deploying. So. Du kannst mal wieder stoppen. Incarnate Missile vectoring on the Carcassonne. So, stopp. Das kriegen wir mal weg. Ja, die sind aber schwer anzuklicken hier. Da. Wie schnell das Ding ist. Missile intercepted. Okay. Das müsste aber jetzt eigentlich soweit klappen. Die Carcassonne wird auch repariert. Ich sag, oh, zwei, ich habe eine Begleitfregatte verloren irgendwie. Das ist nicht so schön. Mal wieder, aber egal. Kann sich ändern. Ich kann nur 50 Fregatten haben. Das geht durch Angriffsfregatten. Es gibt einfach viele Fregatten. Die Minenleger, wenn ich die mal irgendwie loswerden könnte, gibt es die Möglichkeit wohl. Die Möglichkeit, Selbstzerstörung zu machen. Irgendwie. So, das ist jetzt das gewesen. Dann beenden wir das Ganze hier mal. Defeat remaining enemy forces. Incarnate forces eliminated. Ja. Sensors clear. Objective complete. Gut. Status update from the Carcassonne. We're getting closer to the command center. Multiple decks sealed. Bulkheads deadlocked. It's slow going. Acknowledged. Transmitting advanced ciphers. Mhm. They should help with the bulkhead security seals. Wieso sammeln die? Haben die aufgehört, Rohstoff zu sammeln? Naja. Bring up the fusion cutter. Sonics indicate the chamber is still viable. She's hardlocked. Using Kashan ciphers. Hardlock. Repairing her connections to the Carcassonne. I believe I have another way to speak to her. Lady Karen, it's me, it's Imogen. I felt you calling me. Yes, Imogen. I called out to you as soon as I sensed your presence. Is this place safe? The same cipher that protected my message for 20 years protects us here now. The lullaby.
When you sent your distress call, I was only a child. How could you have known that I would find it? I didn't know, Imogen, but I hoped. And here you are. Brilliant and strong. So much like your grandmother. The Incarnate have our location by now. We don't have much time, but there is so much I need to tell you, so much I need to ask you. I know. We only have moments to say what must be said, so that we may do what must be done. Time is fleeting, but moments are eternal. You remember every moment of that day. The Queen is coming for the Sajuk's progenitor cores. If she takes them, she will be able to harness the energy from the entire gate network. Nearly infinite power. In that moment, her systems would be open, and we could override. If we were very close to her temple, but why would she allow us that? Ponder, Imogen. You know what the Queen wants. She's been alone for millennia. What does she need? With me, she needed my ship. Hundreds died in seconds because I was gullible. But with you and your synthetic cores, she sees a path to her new future. She thinks the three of us are the start of a new race of navigators. And we can use that against her. Sajuk's reactors are powering up. I'm glad to hear that. We'll be able to guide her remotely out of the ice shelf. But, without a fully operational fleet command, we'd have to transfer significant personnel over to get her combat ready. That won't be necessary. I need you to maximize the hyperspace bandwidth connecting me to the Sajuk. Look, I don't have to tell you what could happen to you if this all overloads. No, you don't. But thank you for your concern. Implement my software agents, and prepare to ascend on my mark. 3, 2, 1. Mark. Ist er abgestürzt jetzt, das Spiel? Ja, ist es tatsächlich. Na, ich hoffe. Oh, noch nicht. Ah, sorry. Isaac, it's time to jump to Noctua 27. Imogen, I. Before we jump, I should have trusted you. You're right about Lady Karen, about the Sajuk. Every call you've made. You've trusted me for a while now, Isaac. I knew it. You were just a few steps behind in figuring it out. So said the Sajet. So, you spoke with Lady Karen. I assume you two super geniuses have a plan. Care to fill me in? We're going to give the Queen what she wants. The cores? Not quite. We have to permanently sever the Queen's link to the progenitor network.
To do that, we have to give her the one thing she craves more than the cores. We're going to give her me. Why? Now, listen, Imogen. I've drawn up some attack plans involving both motherships that should allow us to... We're taking the Kar-Kushan in alone. Even if the Kar-Sajuk isn't fully functional, we could still use her to draw the enemy into a trap. Why would we not use that advantage? Isaac, you just said you should have trusted me sooner. Do you trust me now? Yes. I am at your back, Imogen. That's all I needed to hear. Initiating quantum waveform. All ships, prepare for hyperspace. Wieder so ein Augenblick, wo wahrscheinlich epische Musik eigentlich kommt, die ich ausgeschaltet habe, weil ich Urheberrechtswarnungen bekommen habe. Naja. Kurze Zusammenfassung, wert hier nichts erzählt wird. Die wollen jetzt die Königin in eine Falle locken, indem sie quasi die Imogen anbieten. Jetzt sind die selber in ein festes Objekt gesprungen. All ships, full alert but hold fire. Await my order. Broadcast on open comms. Queen of the Incarnate, I have come to negotiate an end to this war. I don't like this. Steady, Isaac. Give the plan a chance. Tiamma, hear me now. I have come to talk. Why isn't she communicating? She is communicating. All ships, prepare to fire. Isaac, no! I need you to trust me now, Imogen. War is what I'm trained for, and believe me, this queen is not going to talk until you kick her door in and prove you are a threat. Mhm. So, okay. Ja, sie, die Imogen wollte jetzt sich der Königin quasi anbieten und irgendwie, wenn die Königin sich von irgendwas trennt, wenn sie der nah genug kommen, dann können sie die irgendwie überwältigen. Ich habe das mit den ganzen Cores und Kernen, das ist alles mir noch ein bisschen zu abstrakt, verstehe ich nicht so ganz. Aber das ist im Grunde genommen das, worauf es hinauslaufen wird. Oh, die Schlachtkreuzer, das sind wirklich ordentliche Kabems-Männer. Muss man sagen, nicht schlecht. Genau, und jetzt sind wir da angekommen und sie hat versucht, die Königin da irgendwie mit ihr zu kommunizieren und die Königin scheint sich aber auf einen Angriff vorzubereiten. Gab wieder einen kleinen Disput zwischen dem Isaac und der Imogen und jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen Remi-Demi machen, meint Isaac, bevor die Königin bereit ist, mit uns zu sprechen. Das werden wir auch tun, aber in der nächsten Folge, denn wir sind ja wieder in einer neuen Mission und damit wechseln wir die Folge. Gut, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wir sind quasi strammen Schrittes Richtung Finale, denke ich, unterwegs. Und so viele Missionen können es eigentlich nicht mehr sein. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin bleibt mir nur noch euch eine schöne Zeit zu wünschen. Heute einen schönen Tag. Und dann verabschiede ich mich mit einem Gruß, euer 80.